Hallihallo, Hallöchen, einen wunderschönen, guten, verrückten Tag heute. Wir stürzen wieder ab in die Stadt. MacPixel rettet den Tag. Leute, ich habe gestern nebenbei noch heimlich ein paar Gold-Herausforderungen gemacht, falls ihr euch fragt, wo ich die ganzen Münzen her habe. Meine Tochter wollte das Spiel auch mal spielen. Und da habe ich mit ihr das erste Level nochmal gemacht. Game, da hinten können wir nicht hin. Die beiden, den treten wir erstmal einfach im Vorbeigehen. Das musste sein. Guck mal, der hat nämlich nicht richtig gebankt mit dem Head. Da hatten wir den Tag schon gerettet, oder? Mit dem Hubschrauber? Ja, das haben... Oder haben wir das zu Ende gemacht? Ja, bestimmt, oder? Ah, warte mal. Sind wir denn hier rein? Bei Hotello? Hatten wir Hotello auch schon fertig gemacht? Weiß es gar nicht. Ich muss mal eben gucken hier. Ah ja, stimmt doch. Hotello hatten wir auch schon gemacht. Da haben wir uns geschrumpft, gell? Da hatten wir uns geschrumpft. Oh, was ist denn hier? Können wir die rauskicken? Juhu! Viel Spaß da draußen! Warum guckst du aus dem Fenster? Geh doch einfach rein. Was kostet denn das hier? 250? Oh, das können wir uns leisten. Das ist gut. Ah, so. Das können wir uns leisten. Naja, in der letzten Folge, die kurze kam. Und, kam rein und wollte Mittagessen haben und dann musste ich ihr erklären, dass sie gerade Mittagessen hatte. Dann haben wir uns geeinigt und es gab nochmal einen Apfel. So, ach, guck mal hier, schön. Ah, das ist doch, ja, kenne ich schon. Zumindest teilweise, es sah noch anders aus in der Demo. Hier die Blumen runterkicken. Bam, in sein Gesicht, ey. Jetzt gehen wir da hin und provozieren wir den mal ordentlich. Wieder getreten. Hier, was ist da los? Haha, witzig, sie ist die Treppe runtergefallen. Haha. Szene 2. Das ist so geil, ne? So, alle feiern Geburtstag. Nehmen wir erstmal die Ballons mit. Oh. Hey, warte, MacPixel, wohin willst du? Oh nein, sie spielen Piñata. Oh Gott. Oh Gott. Ist da was Süßes drin? Ja. MacPixel. Mülltonne. Steve! Warum ist Steve immer in den Mülltonnen? Steve! Oh, 10% auf Waschmaschinen. Ein Stein in die Waschmaschine sollte man ja nicht machen, ne? Und es gibt harte Vibrations. Toll, Steve. Danke für deinen Beitrag. Alter, MacPixel in Space. Oh Gott. Lieutenant O'Hara? Was ist da los? Ja, wieso lässt er die Hose runter? Oh mein Gott. Na komm, wir drücken einfach den roten Knopf. Sitzung. Ach, das ist so Among Us-mäßig. Hier, der lässt die Hosen runter. Der ist sehr verdächtig. Er sagt, nö, aber glauben wir ihm nicht. Wer die Hose runterlässt, einfach so... Keine Ahnung, ob wir den trauen können. Kratzt sich ein Hintern, das ist auch verdächtig. Was ist mit dem hier? Liegt auf dem Boden rum. Leiche gefunden. Oh, es ist rot, gelb oder lila. Moment, ach, die haben mich gesehen mit der Leiche. Ah. Okay. Ja, nee. Alter, hier kannst du viele Jokes finden.
Okay, das Ding in die Kerze, hier in den Kuchen. Lass mich immer rausschmeißen lassen. Alter, hier, McPixel zertifiziert, Junge. Oh Gott, das wird, wir machen, versprochen, wirklich. Wir machen am Ende, wenn wir das Spiel einmal so durch haben, wer dann keinen Bock mehr hat, braucht nicht mehr reinschauen, aber wer dann noch Bock hat, kann dann gerne bleiben und dann versuchen wir die 100%-Dinger zu machen. Ich kann nichts anklicken. Der Barkeeper. Was ist mit dem? Weint der oder? Hä? Was passiert denn hier? Jetzt ist einer wach geworden. Ich sitze da. Was macht er denn? Was, wieso schlackern die alle mit der Zunge? Was zur Hölle passiert hier bitte? Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich weiß es wirklich nicht. Das Leben nachts in der Stadt. Okay, gehen wir nochmal auf Steve. 10% auf Waschmaschinen. Kann Steve selbst. Achso, guck mal, was ist das hier? Schleudern? Ja. Toll, Steve. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht, Steve. Muss ich da einfach alle Durchgänge machen? Okay, wir sind wieder in Space. Bis jetzt rausfinden, wer der Murderer ist. Oh, da. Irgendwas greift an. Ein schattiges Wesen. Okay. Vielleicht müssen wir einfach alle rausschmeißen. Sind wir wieder hier? Keine Ahnung, was da geht. Das ist. Alter, erstmal den Opa kicken. Was ist jetzt los? Kämpfe! Kämpfe! Bam! 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 Kombo, Alter! Kann ich jetzt noch? Oh, hier. Die wollen hier irgendwie den Sprengstoff. Oh, oh. Hat mich erwischt. Okay, da kann ich nichts machen. Wir können die nur verprügeln. Hier schön von der Seite weg. Dann gibt es hier noch ein paar Street Fighter-Allüren hier am Crash Car. Alter, wir wollen das Auto zerstören. Was ist das? Geheimagenten. Oh, er hat eine Knarre, Alter. Er hat eine Knarre, aber ich habe nur einen Knopf. Ich kann mich auch nicht ducken oder sonst irgendwas machen. Warum zurückgehen? Ah, toll, ich hab das. Mein Auto hat kein Schiebedach, heißt Erfolg. Toll. Alter, da war aber einiges.
Ja, wir müssen das Auto heilen lassen wahrscheinlich und dann mit dem Auto fliehen. Wenn es da schon so rumsteht, dann... Gucken. So, der guckt mir zu sehr aus dem Fenster. Es ist entweder rot oder gelb. Notfalltreffen, gelb. Schmeißen einfach alle raus. Oder obwohl, warte mal. Rot oder Gelb sind jetzt weg. Dann kann ich vielleicht jetzt Grün aufheben. Ey. Nee, ich muss erst alle rausschmeißen. Geht's wieder in die Bar? Überall sind Zungenschlecker. Was sind das für komische... Warum wollen die mich schlecken? Okay, hier kommen wir in den nächsten Bereich. Fight! Kann ich da auch einfach durchlatschen? Das wäre die große Frage. Eigentlich sind die ja nett, weil wir haben den Großvater hier angegriffen. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen fies eigentlich, ne? Wenn ich jetzt den... Weg mit euch! Bam! Bam! So, gehen wir mal hier. Hier kommen sie raus. Zack, Angriff. Angriff. Wir brauchen gleich nur noch genug Power, um den Boss anzutreten. Mafiosi. Hier, die wissen Bescheid. Die haben alles gesehen. Aua. 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 Aua, aua. Es ging vorhin besser. Aua. Na, von hier kann ich ihn ohne Probleme angreifen. Okay, zurück. Rein ins Auto. Okay, neuer Part freigeschaltet. Oh, geil. Die 100 schönen Prozente, da sind sie. Okay, Bombe. Grün. Was? Okay. Also ich habe schon mal für alle Drähte einen Erfolg gekriegt. So, ich schmeiß jetzt alle raus. Alle der Reihe nach raus. So, jetzt habe ich meine Ruhe hier. Schmeiß ich den Grün auch noch raus? Jetzt kann ich nur noch mich selbst. Toll.
Das verstehe ich immer noch nicht so ganz hier. Ich verstecke mich einfach unterm Tisch. Oh nein, da kommen ihre Schlabberzungen. Ihhh. Aber es gibt Applaus. Warum? Das sieht für mich nicht offiziell geschafft aus. Okay, hier ist die Achtung Stromtür. Oh ja. Da war wirklich Strom auf der Tür. Wer hätte das gedacht? So, das muss ich jetzt erstmal hier... Da kann ich nicht dran. Okay, freiwillig rausgehen ist ein Fortschritt, aber bringt nichts. Achso, ne, da komme ich nicht dran vorbei. Aber hier kann ich nochmal zurückgehen. Das Auto einsteigen durch die Tür. Ja, cool. Ich hab's einfach zu 100%. Nice. Okay, wieder zurück in die Stadt. MacPixel. Ein Mann rettet. Boah, Alter, was ist das denn? Sumo-Chef. Okay, der knallt mich wahrscheinlich über den Haufen. Ja, aber volle Möhre. Warte mal, wir schmeißen jetzt erstmal alle raus. Ich wundere nicht, überspringen dann hier mit rechter Maustaste, wir haben jetzt oft genug gesehen. So, jetzt kann ich den noch nehmen. Kann ich mit dem hier irgendwas machen? Grün ist es. So. Jetzt kann ich nach Hause fliegen, oder? Ohne, dass mich einer angreift. Ja. Oh, ein Asteroid. Ah, fliegen wir dran vorbei. Jawohl, Hyperantrieb. Das ist es. Wieder ein 100er? Jawoll. Guckt euch das an, ey. Ich sammle richtig Cashews hier in der Runde. MacPixel rettet einfach schon wieder den Tag. Oh Gott, die Borg. Was ist das da? Ah. Steve. Hi, Steve. Ach, Steve. Dann mal was. Mal die Blumen. Mal ein Bild. Was ist das? Bob Ross jetzt, oder? Also das sagt mir noch gar nichts hier, das Ding, ne? Ich kann hier nichts machen. Ich kann raus, da hinten durch die Tür kann ich nicht. Ich kann unter den Tisch gehen, nach links kann ich auch nicht. Und draußen sind noch mehr von den Zünglern. Stein. Werfen. Ab. Okay, hat nichts gebracht. Wie was? Wir waren auch schon im Space unterwegs. Im Deep Space. Achso. Einfach mal Knöpfe drücken.
Wir bringen euch Penis. Na toll. Was ich als Kind werden wollte, ja. Eine Zucchini. Ne, ist eine Aubergine, ne? Also bei Zucchini und Aubergine komme ich namentlich immer durcheinander. Da geht nix. Ach, da ist mein Auto wieder. Yeah! Und da fliegt er davon! Maypixel rettet den Tag! Alter, er geht im Meer unter. Ich dachte, da kommt der Daumen. Was, Alter, er kommt zurück als mutiertes Krokodil? Was ist jetzt passiert? Super, Maypixel! Alter! Die dicke Faust, zack, in den Magen. Boah, siehst du, da weint er. Oder waren es die Eier? Alter, er fliegt in den Weltraum. Und hinterher, Alter. Und jetzt zurück auf den Boden punchen. Okay, nee, doch nicht. Wir haben ihn einfach zerteilt. Da hinten ist das Raumschiff. Super Pixel. Rettet den Tag, aber sowas von... Eine Sache hat uns noch gefehlt. Wahrscheinlich mit dem Auto, im Auto selbst in ihn reinzufahren. Ein Kuss. Und jetzt werden wir zum Liebe machen im Weltraum. Aber Moment, wir haben uns vorher gerettet, oder nicht? Also wir sind trotzdem irgendwie cool. Haben wir es denn geschafft, oder? Nee. Es gilt nicht offiziell als geschafft. Ich kann nicht raus, ich kann hier nichts anklicken. Keine Ahnung, wie wir das regeln sollen. Lachend. Ja, das findet er lustig. Hahaha. Witz erzählt. Okay, okay, Moment. Okay, das war schlecht. Aber wir haben ihm ein bisschen Freude gebracht. Also das checke ich wirklich nicht hier, was hier abgeht. Kann ich, wenn der nah genug dran ist, kann ich vielleicht dann unter den Tisch... Beziehungsweise, ich gehe unter den Tisch und wenn ich an ihm vorbei bin, gehe ich hier hoch. Haha! Oh nein, jemand mit heruntergelassener Hose. Der Schlecker. Heißes Wasser. Alle Wasserdinge. Boah. Okay, guck mal, doch noch rausgefunden. Aha, Junge, Junge. Boah, und wieder ein 100er. Nice, ey. Also hier habe ich richtig abgestaubt. Aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen Überredungskunst Kunst leisten. Lachen hatten wir. Herz schicken wir mal. Okay, nein, bitte nicht da reinschneiden. Und bitte auch nicht da reinschneiden. Oh nein.
Okay. Das ist alles, was uns noch bleibt hier. Hatten wir. Dann noch ein Feuer. Wir senden ihm Feuer. Jetzt macht er irgendwie Metal. Jetzt brennt das Raumschiff und dann wird's zerteilt. Okay. Wir haben nur noch unten in der Ecke, haben wir noch Steve? Also, es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten. Kann ich hier noch was anderes anklicken? Achso, ich kann einfach da reinschlagen. So. Zack. Aha. Die einfachste Lösung war die richtige. Wie immer. Aber wieder ein 100er. Heute läuft's. Heute läuft's gut. Okay. Wir landen auf einem fremden Planeten. Kisten. Eine Munitionskiste. Da steht Achtung. Oh, da haben wir wieder viel Zeit. Ist hier irgendwas zum Anklicken? Ne. Ich meine, auf den Schildern steht irgendwas. Das sieht aus wie eine Munitionskiste. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Okay, schieß mit wie was. Ich kann mich nicht mehr bewegen, warum nicht? Gewonnen? Okay, gewonnen haben wir. Alles klar, Lage gerettet, wie jeden Tag, Leute. Wie jeden Tag, wenn mein Pixel da rausgeht, wird die Welt ein besserer Ort werden. Denn MacPixel ist der Mann der Stunde. Und er rettete die Welt. Boom, da wird abgedabbt, zack, zack, zack. Wir haben sehr viele Klicks gemacht. Sehr viele Klicks gemacht. 300, Alter. Zählt er sogar mit, ne? 500 Klicks, 600 Klicks. 700 Klicks, Alter. Was, so oft? Krass, okay, Lage gerettet. Leute, MacPixel hat den Tag gerettet und wir retten morgen wieder die Welt, würde ich sagen. Ne? Wir machen es jetzt erstmal ganz easy und locker und dann mal sehen. Wir haben die Taschen voller Kohle. Das kann nur gut werden, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao. Mit auf.